Ich grüße den Wassermann zu deiner Botschaft für den Monat März. Auch du schau bitte nach deinem Aszendenten, Mondzeichen, fühle in dich hinein, bedenke, es ist ein allgemeines Reading, muss nicht immer zustimmen mit den Energien, es kann, also fühle in dich hinein, du wirst es erkennen. Bei dir kam die Liebe, wow. Möge ich die Kraft der Liebe in jeglicher Form anerkennen, leben und sein. Ich bin die Liebe, das Licht und die Einheit. Liebe umgibt und durchströmt mich, jeden Winkel meines menschlichen Wesens. So möge es sein. Wunderschön, also ganz viel Liebe an deiner Seite, ganz viel Energie, leichte Energie. Und dann schauen wir mal. Der Engel der positiven Gedanken ist an deiner Seite. Also wichtig ist es, auch in dieser Energie zu bleiben. Egal, was im Außen ist, wirklich positive Gedanken zu haben und unentwegt wirklich an das Gute in allem zu glauben. Ganz, ganz wichtig. Trautes Heim, Glück allein. Also, hier ist das Schlüsselwort, die Rückkehr. Also du kommst immer mehr in dir selber wieder an, wo du dich auch immer mehr wieder in dir selber wohlfühlst. Ne? Weil ihr wisst ja, wie ich immer sage, das Haus ist nicht nur im Außen, wo wir leben, sondern vor allem ja unser Haus, unser Körper, in dem wir sind und leben. Und da kommst du immer mehr an. Da findest du auch die Zuflucht, wenn du viel zu tun hattest oder vieles von außen war. In deinem Zuhause, in dir selber hast du deinen Zufluchtsort, wo du dich gut fühlst, ja, wo du dich wirklich angekommen fühlst. Ne? In dir, in deinen Gedanken, und das ist ganz, ganz wichtig. Du hast ganz viel Engelkraft an deiner Seite. Ich erlaube mir, die Energie meiner Engel zu spüren. Ja, du spürst sie ja auch und du bist hier so voller Liebe und das ist wunderschön. Nur wie gesagt, lass dich nicht, wenn irgendwas ist, raushauen aus deinen positiven Gedanken, sondern bleibe bitte da drin, in den guten Gedanken, in der Entspanntheit, wo du bist. Halte weiterhin deinen Fokus. Ich richte den Fokus meiner Aufmerksamkeit auf Gesundheit, Liebe, Erfüllung und Freude. Wunderschön, passt auch wunderschön hier zu deiner Energie, da anzukommen und da bitte auch zu bleiben. Also das ist, upsala, Moment, ganz, ganz, ganz wichtig. So, dann haben wir noch, ja, achte auf deine Chakren, also wirklich absolut auf dich, auf deine Energie, auf deine Energie achten, auch hier, dass das Ganze nicht vom Außen her wirklich, manchmal, wir können nichts dafür, wir nehmen es auf, ob wir es wollen oder nicht, das heftet sich immer wieder ran, achte immer wieder auf deine Reinigung, mach es, genau. Wirklich deinen Fokus darauf zu halten und deine Samen werden dadurch wachsen. Wow, also alles, wo du jetzt in dir bleibst, in deiner Mitte, in deiner Zufriedenheit, Samen, die du gesetzt hast, kannst immer und wirst immer mehr bei dir ankommen, deine Energie halten und deine Samen wachsen. Die Schutzengel sind an deiner Seite. Und ja, hier kommt die Hoffnung, wirklich, dein Wunsch ist auf dem Weg zu dir, Harmonie kehrt ein, wunderschön, sage ja und vielleicht ist hier noch eine Kleinigkeit, weil wir hier auch den Fokus haben, was noch heilen darf, schau da nochmal hin, aber das kommt jetzt spätestens mit diesem Monat in die Puschen und sage dir, du hast alles Gute verdient, das hast du und du hast so viel Liebe in dir, so viel Liebe ist bei dir, bleibe positiv, egal vom Denken her, was im Außen geschieht. Mach mal blau,
Es ist Zeit für eine Pause. Lass die Arbeit Arbeit sein und widme dich den Freuden deiner Seele. Egal ob tanzen, schwimmen, malen, lachen. Blau macht glücklich und steht dir echt gut. Wunderschön. Also wirklich in dir ankommen, alles anzunehmen, die Liebe anzunehmen. Die Hoffnung ist da und du hast es alles verdient. Und wisse, deine Samen sind hier in dem Wachstum. Hab ein bisschen Geduld und sag einfach, ja, ich gönne mir auch mal Zeit für mich, na, mir was Gutes zu tun. Und ich weiß ja, alles andere ist auf dem Weg zu mir. Wunderschön. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wünsche dir einen wunderschönen März und bis bald.